Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, wir sind in der letzten Folge hier auf den Marktplatz gegangen, in diesen riesigen Zeltlager, sag ich mal. Haben die Schamanin wieder getroffen. Ich sehe gerade, wir können uns die Eule auch mal angucken. Ayahuascas Eule. Sie wirkt so kontrolliert wie immer. Ja, wir haben uns hier auch noch ein bisschen umgesehen und haben gesagt bekommen, dass wir einen Pass brauchen. Wo wir den herkriegen sollen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde sagen, ich rede jetzt am besten nochmal mit den Leuten. Was für eine seltsame Skulptur. Sieht aus wie eine Art Oktopus oder Tintenfisch. Jetzt, wo sie es sagt, ja. Aber was machen dann da oben? Ja, gut, okay, das sind Flossen, glaube ich, ne? Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Hallo, bleibst du mal stehen? So kann ich nicht mit dir reden. Hallo. Ihnen meinen Pass geben. Sonst noch etwas. Und wie soll ich nach Hause kommen, wenn ich Ihnen meinen Pass gebe? Entschuldigung, man darf ja wohl mal fragen. Ich hätte jetzt auch nicht direkt nach dem Pass fragen müssen. Hallo. Mädel, was machst du da gerade? Du sollst mit ihm reden. Dann red mal mit dem. Oder auch nicht. Geh mir mal aus dem Weg, du Blödhammel da hinten. Red mal mit dem da. Jetzt Tori-Kunden denken, alle Yukol sind Diebe. Warum? Okay, der sieht mir jetzt nicht aus, als ob der einen Pass ausstellen könnte. Mein Herr, entschuldigen Sie. Guten Tag. Sie sind nicht von hier, oder? Sie sprechen mit Akzent. Aber was um alles in der Welt tut eine junge Amerikanerin in unserem schönen Land? Sind Sie geschäftlich hier oder als Touristin? Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Verstehe. Auf jeden Fall müssen Sie unsere Stadt besuchen. Wissen Sie, Weißenbohr ist zu dieser Jahreszeit ausgesprochen reizend. Und wenn Sie schon hier sind, schauen Sie doch in unserem Gasthaus vorbei. Es ist das beste Lokal in der Stadt. Ach, der hat mich doch eben so angeschrien, oder nicht? Mit dem Lokal. Wie bekomme ich einen Pass? Seinen Pass kaufen? Ich brauche Hilfe. Ja, fragen wir erstmal nach, wo wir überhaupt einen Leider habe ich keinen Pass, um Weißenbohr zu betreten. Sie wissen nicht zufällig, wie ich an einen komme? Wow, das könnte kompliziert werden. Sie müssen sich im Rathaus von Weißenbohr einen Pass besorgen. Und Sie brauchen einen Pass, um dorthin zu kommen. Ja, geil. Also hänge ich hier fest? Vielleicht auch nicht. Das ist der Pass meiner Frau. Es geht ihr nicht gut, darum ist sie nicht mitgekommen. Das Dokument ist noch gültig, nur hat sie vergessen, es im Rathaus abstempeln zu lassen. Und ist das ein Problem? Ich fürchte, ohne den Stempel ist das Dokument wertlos. Früher musste man es nur an der Polizeikontrollstelle dort drüben am Tor des Lagers abstempeln lassen. Aber die ist nicht mehr in Benutzung, seit die Stadt die Rechte der Yukol so stark eingeschränkt hat. Also ist der Pass nutzlos? Nicht zwingend. Sie müssen nur einen Stempel finden, der aussieht wie das Siegel von Weißenbohr. Die Polizei schaut oft nicht so genau hin. Wie auch immer, ich habe kein Wort gesagt. Viel Glück und vergessen Sie nicht, in meinem Gasthaus vorbeizuschauen, wenn Sie in Weißenbohr sind. Aber wenn die nicht mehr... Er hat jetzt in diese Richtung hier gezeigt, ne? Wenn die nicht mehr in Betrieb ist, gibt es denn da nicht irgendwie was... Vielleicht noch ein Stempel, der da rumliegt oder so? Er hat doch in die Richtung da oben gezeigt. Hier ist jetzt nichts. Ach Mädel, geh doch einfach mal weiter. Ich kann ja doch nichts sehen mit dieser Perspektive. Da hinten ist auch nichts. Oder kann man da rum? Nee, oder? Da geht es auch nicht weiter. Das ist doch der... Das ist nicht der Ausgang? Okay. Kann man auf jeden Fall auch nicht raus. Also scheinbar war das nicht das, was er meinte. Aber er hat doch in die Richtung gezeigt. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Moment, da war jetzt die Schamanin.
Da kommen wir nicht raus. Was ist denn da hinten? Sind wir da reingekommen? Ich glaube, da sind wir reingekommen, oder? Da verlassen wir jetzt das Ganze wieder. Aber es muss doch einen zweiten Eingang geben. Oder muss ich von der... Moment, das ist gar nicht hier, wo wir reingekommen sind, oder? Nee, das sieht anders aus. Große Strauße brauchen viel Pflege. Viel, viel. Muss Hütte sauber machen, sonst Bußgeld. Okay, ist das hier für einer? Halt! Sie dürfen hier nicht durch! Und warum nicht bitte? Meine Dame, da das unangemessene Herumlungern der Yukol-Nomaden in der Stadt sich als Element mit belästigendem Einfluss auf die Ungestörtheit der Bewohner erwies, hat Bürgermeister Buljakin angeordnet, dass der Zugang zu Walsimbor von nun an auf diejenigen beschränkt sein soll, die einen ordnungsgemäß gestempelten Pass vorweisen können. Okay. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich bin nicht gefährlich, würden, glaube ich, alle sagen, die gefährlich sind. Sehen Sie mich an. Sehe ich für Sie wirklich wie ein Yukol aus? Junge Dame, Ihre Physiognomie reicht nicht aus. Nur die Vorlage des besagten städtischen Passes wird akzeptiert. Aber... Warum schreit ihr denn so? Ohne einen Pass dürfen Sie nicht passieren. Na gut, ich habe jetzt keinen dabei. Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Also ich habe einen, unterlassen aber Sie gestempelt? Diese Diskussion. Gehen Sie weiter. Okay, hier kann man wahrscheinlich nicht rein, ne? Kann ich überhaupt noch irgendwas... Moment, ein Kontrollpunkt. Sicher für die städtischen Angestellten. Oh Gott, der soll mir nicht auf den Sack gehen, der soll mich mal einen Pass zurückgehen lassen. Unabdingbar! Unterlassen Sie diese Diskussion! Gehen Sie weiter! Welche Diskussion? Laber mich nicht dumm an. Doch, kann ich doch rein. Nein, hat es bestimmt wieder nur gehakt. Ich habe ja schon überlegt, ob wir nicht vielleicht hier irgendwo so einen kleinen Stempel in der Ecke liegen sehen. Was ist das denn hier für ein Ding? Ach, das ist eine Stempelmaschine, oder? Ein Stempel. Unvollständig. Es scheint etwas zu fehlen. Nee, oder? Wie unvollständig. Schwamm. Okay. Ach so, da kann man dann die Sachen festmachen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. In das Leder ist eine Form eingestanzt. Das Problem ist, ich will das jetzt nicht... Stempelteil. Das Problem ist, ich will das jetzt nicht einfach so ausprobieren, wenn der Stempel nicht ganz richtig ist. Wobei, naja, die haben ja gesagt, die schauen nicht so genau hin. Ich schaue mich trotzdem mal eben um, ob ich vielleicht noch irgendwas... hier finden kann. Oder irgendwas machen kann. Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der richtige. Ja, wahrscheinlich müssen wir es doch mit der Stempelmaschine machen. Ich hoffe, die sagt nur, dass das eine schlechte Idee ist, wenn ich da jetzt stempeln will und das so nicht funktioniert. Machen wir denn das Dokument? Ich weiß auch nicht, wofür wir den Schwamm eventuell... Keine Chance. Wie, keine Chance? Soll ich das da drauflegen, oder wie? Echt jetzt? Ach so, okay. Nur der Stempel fehlt. Wie praktisch. Ach, der fehlt trotzdem.
Das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt gedacht, dass der jetzt doch irgendwie... Ach so, würde der dann... Okay, ich verstehe. Ja, also das Papier haben wir schon mal hier. Nur der Stempel fehlt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Eule uns da vermutlich auch nicht weiterhelfen kann. Aber da war doch so ein Schmied, der das gemacht hat, der die restlichen Sachen letztes Mal... Das ist die Tür, oder? Ja. Letztes Mal gemacht hat, kann er uns da nicht weiterhelfen? Wenn ich die Lebensbedingungen hier sehe, verstehe ich, warum der Polizist so nett ist. Hier ist auch nichts mehr. Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der richtige. Ja, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, wie der Stempel aussieht. Nichts Nützliches hier. Ich hoffe, das ist jetzt okay, wenn ich das jetzt da liegen lasse. Aber wo kriege ich jetzt einen Stempel her? Oder kann man... Moment, oder kann man da irgendwas mit dem Schwamm oder so machen? Ich habe zuerst gedacht, die Kerzen eventuell, dass man das versiegeln muss, aber... Ich habe ja sonst nichts, was... Nur der Stempel fehlt. Ja, ich weiß. Deswegen solltest du eigentlich... Da kann man was reinlegen. Unmöglich. Das ist nicht richtig. Versuchen wir etwas anderes. Auf keinen Fall. Keine Chance. Okay, also den Schwamm möchte sie wohl nicht mehr abgeben. Kann ich nachvollziehen. Ach so. Hä? Das ist dann, damit man das nass machen kann zum Stempeln, oder wie? Okay. Ja, aber wir haben jetzt nichts, beziehungsweise wir können auch da nichts reinlegen. Das ist das Problem. Müssen wir eventuell nochmal auf dem Markt nachfragen. Große Strauße brauchen viel Pflege. Viel, viel. Ja, das habe ich auch alles verstanden. Kann ich hier unten irgendwo hin? Was ist denn mit euch hier? Na ja, klar, Frau Kate Walker. Tuk, tuk, Zucker! Was für ein Zucker? Hallo? Ich krieg meinen Cursor wieder nicht zurück. Das ist immer so ein bisschen verbuggt zwischendurch. Dann ist der Cursor plötzlich weg. Das ist schon, ja, ein bisschen nervig. Konok Mak. Das ist also der berühmte See, der nicht mehr zufriert. Okay, das hilft uns aber auch alles nicht weiter. Also wir gehen wirklich nochmal rein. Also, ich weiß nicht, ob wir da eventuell noch was holen können, aber ich denke mal eher nicht, oder? Nee, hier können wir auch nicht mehr gucken. Hätte ich nur Zeit, ein bisschen einzukaufen. Ja. Was für ein hübsches Muster. Okay, also hier können wir definitiv nichts mehr machen. So, was ich jetzt sehr verwirrend finde von... Moment, was war das? Die Handwerker der Yukol fertigen diese Statuetten wohl dutzendweise an. Schade.
Jetzt läuft der Typ hier rum, oder was? Weitergehen. Geh. Du mich auch. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Wenn Sie nach Walsenbohr kommen, schauen Sie in meinem Gästehaus vorbei. Wir haben das beste Essen der Stadt. Ich kann nicht verstehen, warum man die Yokul so behandelt. Es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie hier festsitzen. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Könnt ihr jetzt noch mal zu der Schamanin rübergehen? Wenn ich sie denn noch mal finde, heißt das. Moment. Ich blicke hier nicht so ganz durch, wo ich jetzt eigentlich hin kann. Ja, komm. Geh doch mal ein paar Meter weiter. Ach so, das war dann der Ausgang wahrscheinlich, wo wir dann nicht mehr rein... Ah, verstehe. Da können wir nicht mehr rum. Düster. Kann ich mit ihr mal sprechen? Frau Kate Walker gehen auf große Reise mit Yukol. Ja, toll. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Leute nicht mehr mögen Yukol. Das sogar noch weniger. Ich verstehe nicht, warum der Bürgermeister die Yukol so direkt vor unserer Tür bleiben lässt. Mit Arschlöchern sprechen hilft mir nie wirklich weiter. Und da bin ich doch eben... Duck, duck! Hallo! Sie tragen aber seltsame Kleider, junge Dame. Ich kann diese Jote betreten. Ja, das wissen wir auch, weil wir waren da ja schon drin. Tja. Katastrophe mit Wasser der Strauße vermieden. Sehr knapp. Danke, Frau Kate Walker. Ich bin sicher, dieser Zwerg hat was vor. Ja, vielleicht blockierst du ihn auch einfach nur. Katastrophe mit Wasser der Strauße vermieden. Sehr knapp. Danke, Frau Kate Walker. Was ist denn mit dem Schmied, der hier sitzt? Kann der mir nicht irgendwie helfen? Och, geh doch mal dahinter. Mann. Nein, da. Och, Mädel. Mein Gott. Du sollst so einen Typen hingehen. Es ist nicht dein Ernst, dass die da jetzt schon wieder blockieren, ne? Ja, hallo, geh doch mal zur Seite. Komm ich hier rum? Ich muss mit dem sprechen. Hallo. Ja, das ist richtig toll, was hier gerade abläuft. Ich kann nämlich nicht mit dem Schmied sprechen. Wieso kann ich mit dem Schmied nicht sprechen? Hier ist ja was, hier ist ja eine Szene im Endeffekt. Aber ich glaube, die schaut ihm da nur zu. Ich denke nicht, dass sie mit ihm sprechen wird. Die Schmiede ist beeindruckend. Eigentlich sollte sie ja mit ihm sprechen, aber das hat sie jetzt nicht gemacht. Hallo? Guten Tag, Frau Kate Walker. Brauchen was geschmiedet? Ja, tatsächlich. Ich brauche einen Stempel, der dieselbe Form hat wie das Siegel von Walsenbohr und den ich mit der Presse am Eingang zum Lager verwenden kann. Kompliziert. Brauche Modell. Tuk, tuk. Sie haben, Frau Kate Walker? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich das herkriege. Frau Kate Walker bringt Zeugs für Schmied?
Nicht gut, Frau Catwalker. Dann habe ich aber nichts. Schlechtes Zeug. Schlechtes Zeug. Ja, das ist mir schon klar, aber woher sollen wir das nehmen, ne? Nein, Frau Catwalker, verrückt. Nicht schmieden das, niemals. Was für ein Modell brauchen Sie? Frau Catwalker muss geben, Modell gleich groß wie gewünschter Gegenstand. Ein Modell, der gleich groß ist? Okay, also das gleich groß ist. Ich habe jetzt nur ein kleines Problemchen. Weil ich nämlich erwartet werde. Und eigentlich keine Zeit mehr habe. Und unsere Sendezeit eigentlich jetzt auch schon für diese Folge rum ist. Ich aber schon vorher gerne dieses Teil geschmiedet haben wollen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach das Ding jetzt abschrauben können. Also ich werde da jetzt nochmal eben nachschauen. Und ja, wenn das halt nicht funktioniert, dann muss ich mir in der nächsten Folge was anderes ausdenken. Mal schauen, ob ich da irgendwas abmachen kann. Oder einen anderen Stempel mitnehmen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Er braucht ja nur ein Modell, was gleich groß ist, hat er ja gesagt, ne? Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der richtige. Okay. Dann nicht. Nichts Nützliches hier. Kann ich jetzt auch nicht irgendwie das Teil rausschrauben oder so, ne? Das kann ich nur hoch und runter machen. Mehr kann ich damit nicht machen. Unmöglich. Ich würde es gerne rausholen. Nichts. Das ist nicht richtig. Ich kann es nicht rausholen. Das ist das Problem. Ja, dann muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, damit wir jetzt die Folge nicht noch endlos lange hier machen, dass ich dann hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und dann wahrscheinlich mindestens eine Folge lang hier rumsuchen werde, wo ich denn das Teil dafür finden kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Also er meinte ja eigentlich nur, er braucht etwas, was gleich groß ist. Deswegen habe ich gedacht, einen anderen Stempel vielleicht. Die möchte sie aber nicht nehmen, also war das wohl doch keine so gute Idee. Und ja, ich kann halt nirgendwo was holen, wo er jetzt diese Größe mit nachmachen kann. Ich habe jetzt schon alles im Inventar versucht und den Schwamm wollte er letztendlich auch nicht haben. Ja, ich denke auf jeden Fall nochmal drüber nach, weil ich muss jetzt leider nämlich auch weg. Wir haben es schon ziemlich spät, sagt meine Uhr und ja, ich hoffe, dass wir dann trotzdem in der nächsten Folge irgendwo noch die Lösung finden. Bis dann. Ciao.